Hallo, mein Name ist Christian Berntaler und ich bin der Besitzer und Geschäftsführer vom Gasthof Berntaler in Bad St. Leonhard. Da ich ab morgen meinen eigenen Laden nicht mehr betreten darf, habe ich mich dazu entschlossen, den Betrieb für alle Gäste zu schließen. Ich habe schlicht und ergreifend nicht die Zeit und Lust, mir jeden zweiten Tag innerhalb eines 20-minütigen Fensters einen Google-Test zu besorgen, mich dabei zu filmen, wieder abzugeben und 12 Stunden auf mein Ergebnis zu warten. Mir ist schon bewusst, dass dieser schikanöse Ablauf sein muss, um die Menschen zur Impfung zu zwingen. Dennoch oder gerade deshalb bin ich nicht bereit, diesen Weg zu gehen, nur damit ich in meinem eigenen Haus meinen eigenen Geschäften nachgehen darf. Eine Impfung kommt für mich auch aus zweierlei Gründen nicht in Frage. Erstens hatte ich dieses Virus bereits, allerdings ohne behördliche Bestätigung. Ich gelte also nicht als genesen. Da ich nun weiß, wie mein Körper auf dieses Virus reagiert, bin ich nach einer Risiko-Nutzen-Abwägung zum Schluss gekommen, dass ich keine Impfung will. Zweitens, und für diese Erkenntnis habe ich lange gebraucht, zweitens habe ich Angst. Ich habe Angst vor der Regierung und ich misstraue ihr. Diese Regierung lügt, betrügt, droht, bedroht Existenzen und ist besessen von Macht. Ich habe wirklich Angst vor unseren Politikern, welche sich am rechtesten Rand befinden und uns vorgaukeln, sie würden alles für das Volk tun, während sie uns mit der anderen Hand gegeneinander aufhetzen, Hass schüren und die Spaltung der Gesellschaft mit allen Mitteln vorantreiben. Eine Regierung, die schon zum zweiten Mal so tut, als gäbe es das Virus im Sommer nicht, um uns dann im Winter bluten zu lassen. Diese Regierung ist auf der einen Seite unfähig und auf der anderen eiskalt kalkulierend. Um eine einheitliche, durch Inserate bezahlte Berichterstattung aller Medien, ausgenommen mancher private, welche nur eine Meinung zulässt und jede andere Sichtweise als Dummheit abtut und Sprecher anderer Sichtweisen mundtot macht, trägt auch ihren Beitrag dazu bei, dass ich Angst habe. Wäre ich in einem unserer nördlicheren EU-Länder aufgewachsen, hätte ich keine Angst und wäre wahrscheinlich bereits geimpft. Die Argumente einer Impfung sind natürlich nachvollziehbar und gerne möchte ich meinen Teil zur Gesellschaft beitragen und ein Gesundheitssystem schützen, in welchem nicht jährlich, zum Beispiel von 2019 auf 2020, 1000 Krankenhausbetten abgebaut werden, das Mitarbeiter mit Klatschen bezahlt und die Schuld der Überlastung dem Volk in die Schuhe schiebt. Jedenfalls, um nicht pleite zu gehen, biete ich weiterhin Essen zum Mitnehmen an. Bei der Abholung der Speisen ist immerhin noch kein Gehnachweis erforderlich und ich muss dazu auch keine Gästeregistrierung durchführen. Ich möchte mich bei meinen Gästen entschuldigen. Es tut mir sehr leid, dass es so weit gekommen ist, aber ich kann diesen Weg der Hetze und Spaltung nicht mitgehen. Ich müsste mich fragen, ob all meine Werte nur Lügen waren im Angesicht von Leichtigkeit und Straffreiheit. Ich muss für mich diesen Schritt gehen. Es tut mir leid, euch zurzeit nicht bewirten zu können, aber ich finde, es ist genug. Somit folge ich nun dem guten Beispiel meiner Kolleginnen in Mühlstadt und werde mein Restaurant erst wieder öffnen, wenn diese Hetze und diese Spaltung der Gesellschaft ein Ende hat. Mit den Worten eines Träumenden im Jahr 1984: Wir treffen uns dort, wo keine Dunkelheit herrscht. Dankeschön fürs Zuhören und noch einen schönen Abend. Gute Nacht.